Und da ist dann zu sehen, dass die sieben Klassen der Astralgötter sozusagen, die sieben Rassen, mit Hüllen versehen haben. Ja? Also, Mensch der Erde, vier niedrige, drei hohe Prinzipien. Unten Tetragrammaton, oben Atma Buddhimanas, die sogenannte heilige Dreieinigkeit, und zack, war der Mensch hüllenmäßig sieben. Meine Lieben, wo kommt die Hülle der ersten Rasse her? Die wurde nicht bei den von den Göttern sozusagen, ganz wichtig ist, meine Lieben, aufpassen. Ich habe hier immer gesagt, und steht auch im Buch des Lichts, dass die Götter Teile ihrer eigenen Strukturen geben. In dem Fall bei der ersten Rasse war es zunächst noch nicht so. Da war das nur bei Kriya Shakti. Das heißt, die Maßschneider damals, der Monade, haben nichts von ihrer Struktur genommen. Sie haben durch Schöpfungskraft, Kriya Shakti, guck mal, Sanskrit, Kriya Shakti, Englisch Creation, da siehst du schon, wo diese Worte alle herkommen, die haben nur durch Willenskraft die Monade mit den Formen versehen. Meine Lieben, eines Tages werden wir Götter sein. Wir werden dasselbe durch Willenskraft tun können. Und jeder Meister kann das ruckzuck machen. Kann durch Willenskraft Kriya Shakti alles erschaffen. Kein Problem. Ja? So, und da kann man jetzt sagen, auf der Erde war also, das ist der Satz sozusagen, wenn man sagt, die Menschen wurden von Gott erschaffen. Nun ja, gut, die Hüllen, ja, die Hüllen schon. Ja? So, und diese war aber immer noch eine Rasse von Schatten, die aber mehr und mehr dadurch Kriya Shakti und durch Verdichtung der Materie mehr Substanz hatten, dann kamen die leitenden Lunaren und anderen Engel, Maßschneider, und haben jede Rasse mit einer uniken Qualität versorgt. Mit welcher, meine Lieben? Nun, jeweils entsprechend der, kann man sagen, Qualität und Eigenart des jeweiligen lunaren Gottes. Ja? Und so evolvierte der Mensch in diesen Rassen. Und irgendwann werden wir den Zustand erreichen, wo alle unsere Sinne erwacht sind, in dem Sinne, dass wir uns von der Illusion, von der illusionären Anhaftung gelöst haben, in der siebenten Rasse. Aber man fragt sich, wenn jetzt der Mensch dort ohne Form war und da nur diese Strukturen, wie kam es zum Menschen mit Denken? Wie kam es zum Menschen mit Geist? Wie kam es zum Menschen mit Körper? Jetzt geht's los, meine Lieben. Wenn wir das jetzt astral betrachten, dann wurde die erste Rasse des Menschen versehen mit der Astralessenz solcher Götter, die das kreative Feuer hatten. Mit dieser astralen Essenz. Ja. Aber die Struktur des Menschen war da noch insubstanziell, kann man sagen. Mehr eine Gedankenform? Oder wie wir in unserer Meditation, oder wenn wir etwas denken, eine Gedankenform, ein leeres Phantom. Habt Acht auf die Gedanken. Wenn ihr depressive Gedanken habt, füttert sie nicht, indem ihr immer weiter daran rumbohrt, dann entsteht eine Wesenheit. Wenn auch eine plumpe Astrale, die lässt euch sofort los, wenn ihr einfach, wenn der Gedanke wieder aufkommt, ihm nicht mehr nachhängt. So werden auch die ganzen Depressionen behandelt. Die meisten wissen, ach, werden nicht, eben nicht. Die meisten Psychologen wissen nichts davon. Ja? Die bringen den Menschen nur noch tiefer ins Elend, rühren im Kot herum, anstatt ihn neuen Ufern zuzuführen, kreativ, und ihm auch die Struktur dieser Gedankenformen, die einen solchen dann möglicherweise quälen, zu erklären.
Der Astralkörper der Götter, meine Lieben, musste mit dem Tierkörper, in dem Falle sagen wir mal, des Menschen, denn der Mensch per se, physisch gesehen, sagen wir heute noch, ist der Mensch ein Tier übrigens, ja? Also, das ist, der ist so weit vom Tierreich nicht entfernt, braucht er nicht zu denken. Im Gegenteil, das Tier ist dem Menschen haushoch überlegen auf physischer Ebene, das wissen wir bereits, ja? Aber zu diesem Zeitpunkt hat sich der Astralkörper mit dem Tierkörper des Menschen vereint und nun konnte der Mensch in diesem immer noch sehr ätherischen Strukturen, konnte stehen, konnte fliegen, konnte springen hoch, hunderte von Meter hoch und runter und hoch. So wie wir heute im Schlaf in unserem Astralkörper fliegen können. Ja? So konnte der das damals wirklich. Denn damals hatte der nur diesen Astralkörper, wenn man so will, leicht verdichtet. Aber das war die erste Rasse. Jetzt, wie ist das? Eine zweite Rasse entwickelt sich daraus hervor. Es wird beschrieben im Buch des Lichts. Auch indem mehr und mehr Monaden sich manifestierten. Diese zweite Rasse hatte noch kein, jetzt kommt's, also man schreibt zwar Selbstbewusstsein, aber es müsste eigentlich heißen, noch kein Nicht-Selbstbewusstsein. Die Monade hatte sich, ja, die war noch nicht so in der Materie drin, dass sie das Bewusstsein gehabt hätte, das bin ich. Wo sie es gar nicht ist. Naja. Es fehlt also noch, aber es musste sein, es ist notwendig. Eine Monade, die gar nicht weiß, dass sie eine ist, sozusagen, sobald sie in der Materie ist, die muss das dadurch erfahren, indem sie sich zunächst mal mit dem identifiziert, was sie nicht ist. Und da entstanden in diesem Zustand sogenannte Homo sapiens, Prä-Homo sapiens. Aber die Götter, die ja noch sich zurückgehalten hatten, fürs ersten Stadium, mussten ja ihr Schicksal erfüllen. Was bedeutet dieses Schicksal, meine Lieben? Reinkarnation in einem physischen Körper. Wer hat das schon gern? Wer geht schon freiwillig ins Gefängnis, in den Knast, meine Lieben? Aus Notwendigkeit vielleicht? Weil das seine Pflicht ist? Weil er etwas in dem Falle mal kosmisch getan hat, was er dann als Reaktion tun muss? Beispiel. Ich muss eine Strafe antreten von, sagen wir, 10 Jahren. Und das Gericht, weil es Mitleid hat, sagt, naja, dem lassen wir noch ein Jahr, da kann er sich darauf vorbereiten. Dann muss er rein. Jetzt lebe ich in diesem Jahr so schön frei. Ach, ist das schön. Ach, ich vergesse sogar, dass ich dahin muss. Ich vergesse sogar, dass ich ins Gefängnis muss. Weißt du was? Ich gehe auf die Malediven. Oh, wunderschön. Da kann man schnorcheln und alles, ja? Und die Zeit verrinnt. Und dann kommt mal ein Brief. Also, in ein paar Monaten müsstest du schon rein, ja. Ach, was sind schon ein paar Monate? So, und dann, vielleicht finden die mich nicht, ich gehe woanders hin. Dann schlägt die Stunde. Ich muss rein. Jetzt, pass auf, behaltet euch dieses Beispiel in Erinnerung. Diesen war es Pflicht in den Menschen zu inkarnieren, damit der Mensch dieses göttliche Bewusstsein hatte. Es waren im Menschen ja bis dahin, meine Lieben, 3 kreative Feuer des Mondes, der Sonne und der Erde. Wollen wir mal ehrlich sein, so beeinflussungbar. Die Tiere, die haben sich unbewusst entwickelt. Ja? Das waren ja dann auch schon Strukturen, die vom Menschen abgesondert wurden und in irgendwelche Ebenen sich dann unten dann entwickelten. Ja? Aber der Mensch war noch nicht vollständig.
Und das ging nur mit Hilfe dieser hohen, ich nenne sie mal Götter, ja, kann man sagen, die gar keinen Körper hatten, per se. Tja, wie schön es ist auf den Malediven, frei von irgendetwas, im Vergleich zum Gefängnis ist dort wie im Himmel. Also, die Ursprünge des siebenfältigen Menschen waren ja physischer Körper mit Emotionen, eine Lebenskraft in einen Astralkörper gehüllt, in die vier unteren Prinzipien, Denken, Seele, Geist, Denken, Seele, Geist und die vier oberen sind natürlich physische Körper mit Emotionen, Lebenskraft und das in einem astralen Körper. Kann man sagen, vier Prinzipien. Die höheren und diese vier Prinzipien waren natürlich jetzt verbunden mit den höheren irgendwie. Denken, Seele, Geist. Ja, die müssen zusammenkommen. In Essenz übrigens, meine Lieben, weil immer Theosophen glauben, oh, der Mensch hatte das noch nicht. Deshalb wurde es ihm gegeben. Stimmt nicht. Stimmt nicht. In Essenz hat jeder Mensch, auch der Mensch damals, diese sieben Prinzipien bereits in sich gehabt, sonst hätten die da gar nicht manifestieren können. Aber sie waren eben latent. Sie haben geschlummert. Sie mussten erweckt werden durch ein höheres, bereits in voller Manifestation für sich selbst befindliches Prinzip. Und das wollen wir jetzt mal schauen, was dann passiert. Also ich bringe in Erinnerung, die Schattenwesen der ersten Rasse, die waren absorbiert in den mehr physischen Körpern der zweiten Rasse. Und da kommen wir zur Evolution der zweiten Rasse. Von ihren eigenen Schatten haben die Götter, die erste Rasse des Menschen erschaffen, sozusagen die Hüllen. Von ihren eigenen Schatten, von ihrem Astralkörper. Und jetzt, da muss man sehen, meine Lieben, ich zögere, weil ich da sehr vorsichtig bin, wir haben Hierarchie. Diejenigen, die die erste Rasse versorgt haben, die Monaden der ersten Rasse, mit Hüllen, das waren in der Hierarchie, kann man sagen, die unteren Götter, wenn ich das mal so sagen kann. Denn der reine Geist, der aus Nirvana kommt, der hat noch keinen Schatten, der kann nicht schaffen. Ja? Die erste Rasse, meine Lieben, evolvierte die zweite. Und jetzt kann man sagen, der Geist hat jetzt erst die Materie betreten, diesen Körper, als die Sonne, lebensgebende Feuer da war, die Bewegung des Wassers, die übrigens vom Mond produziert ist, und das zusammen auf Erden. Dieses ergab die Möglichkeit, dieses Gefäß, dass der Geist da reingehen konnte. Ja, dass die Monade versehen werden konnte mit der Hülle. Aber, noch sind wir nicht ganz so weit, wir gehen ja ganz vorsichtig vor, diese Essenz des Menschen, diese Essenz im Menschen, von der ich gesprochen habe, die ja siebenfältig bereits da ist, in Essenz, die war noch schlummernd. Warum? Worauf hat die gewartet, meine Lieben? Nun, auf das geistige Feuer, welches da reinknallen würde und Sinnenexperimente bringen könnte und zusammenbringen kann, Geist, Seele, Denken. Sozusagen voll funktionsmäßig, voll funktionsfähig im vergänglichen Körper.